Die preisliche Wettbewerbsfähigkeit der meisten Euro-Länder auf den Weltmärkten hat sich in den vergangenen 10 Jahren verbessert. Das hat eine Analyse im aktuellen Monatsbericht der Deutschen Bundesbank ergeben. Karin Radek und Christoph Fischer haben darin die Entwicklung der Wettbewerbsfähigkeit der Euro-Länder untersucht. Die Wettbewerbsfähigkeit der Euro-Länder auf den Weltmärkten hat sich verbessert durch die starke Abwertung des Euro. Der Euro in effektiver Rechnung hat in den letzten 10 Jahren um rund 12% abgewertet. So erhöhte sich die Wettbewerbsfähigkeit des ganzen Euroraums seit dem zweiten Quartal 2008 um 17,5%. In Deutschland fiel der Anstieg mit 5% vergleichsweise moderat aus. Deutlich verbesserte Griechenland seine Position mit einem Plus von 18%. Allerdings nach einer vorhergehenden Verschlechterung. Innerhalb der Währungsunion hängen die Wettbewerbspositionen der Länder nicht vom Wechselkurs, sondern von der Preis- und gegebenenfalls der Produktivitätsentwicklung ab. Aufgrund eines geringen Preisauftriebs hat auch hier neben Spanien und Irland vor allem Griechenland in den vergangenen Jahren Wettbewerbsgewinne verzeichnen können. Die Länder, die relativ geringe Preissteigerungsraten zu verzeichnen hatten, haben an Wettbewerbsfähigkeit gewonnen. Und die mit relativ hohen Preissteigerungsraten haben im Umkehrschluss verloren. Griechenland hat seine Wettbewerbsfähigkeit aber auch aufgrund des hohen Reformdrucks verbessert. Die Volkswirte der Bundesbank haben daher auch untersucht, wie sich Arbeitsmarktreformen tatsächlich auf die Wettbewerbsfähigkeit auswirken. Eine Lockerung des Kündigungsschutzes hat zur Folge, dass die Kosten aus Unternehmenssicht fallen. Und das dürfte die preisliche Wettbewerbsfähigkeit erhöhen. Davon haben in den vergangenen Jahren nach Bundesbankschätzungen beispielsweise die Euro-Länder profitiert, die im Zuge der Finanz- und Staatsschuldenkrise Regelungen zum Kündigungsschutz liberalisiert haben.